Hallo und herzlich willkommen zum nächsten SVL Replaycast. Und zwar sind wir hier immer noch Division 2. Also ich baller einfach gerade die gesamte Division 2 durch. Die Replays, die alle noch nicht gecastet wurden, die ich da im Blick habe. Und zwar sind wir hier aber in Spielwochen wieder ein bisschen rückwärts gegangen, weil ich glaube, die haben alle ihre Spiele nachträglich gemacht. Und zwar, das ist Spielwoche Nummer 12, ein ZVZ zwischen dem Zerkian Pink, der ist bei den Squirrels bei eSports Erlangen SS Ecstasy. Und der spielt gegen den roten Zerk, das ist der Bremer eSports Spieler Sunima. Beide da mit Linkspeed und aber Ecstasy, schnelle Evolution Chamber plus 1 Melee Attacks. Hat er also Link-Pläne, den Gegner hat eine dritte unterwegs. Einer der beiden hat einen frühen Pool gespielt, das war alles soweit Hedge First. Und dann Gas Spawning Pool. Natürlich jetzt eben die Abwandlung, wohin das Vespin-Gas fließt, nämlich einmal in das Plus 1 und einmal in das Spanning Nest. Und hier wird mal kurz noch eine Drone gekillt. Und währenddessen gibt es auch jetzt ein Banning Nest für Nexus Team mit dazu. Hat da ein bisschen Sorgen, was sein Gegner da sofort. Natürlich, Sunima kann mit der dritten Hedge einfach auch einen 3-Hedge-Attack spielen. Dann haben wir ein paar Linge gebaut, Speed-Upgrades, machen Fortschritte, sind dann auch gleich mal ready. Da sammeln sich mehr und mehr Linge von Sunima. Er möchte den Ling-Attack starten. Natürlich, das Plus 1, es dauert. Das ist ein langes Upgrade. Es ist zur Hälfte fertig, aber es braucht noch mehr Zeit im Ofen, bis es fertig ist. Und wir sehen, Linge werden auf beiden Seiten gebaut. Natürlich, Banninge können einen richtig großen Effekt auf dieses Matchup haben. Und ja, Ecstasy traut sich ein weiteres Mal nicht, hier seine Hedge zu bauen. Hat die Drone da unter, ja, die Drone hat er nochmal zurückgezogen. Dann ist das zu riskant, weil er eben auch jetzt hier sieht, da stehen sehr, sehr viele Linge. Und das ist gefährlich. Zudem geht er auf einen Leertag und nimmt ein weiteres Gas. Also, sein Plan scheint eher Mutalisken zu sein. Und da geht es einmal los mit der Ling-Masse unterwegs. Und Ecstasy sieht das jetzt auch mit den eigenen Lingen. Und da gehen die Banning-Moves auch los. Plus 1 kommt jetzt auch für Sunima tatsächlich. Da der erste Bane-Griff nicht so krass. Besser als nichts. Wir sind bei 3 Hedges gegen 2. Das heißt, Sunima hat mehr Production generell. Wenn die Injects in etwa gleich sind. Dafür aber eben das Plus 1 jetzt mit drauf. Und das macht schon einiges im direkten Link-Fight. Auch die Baninge knallen ordentlich rein. Trotzdem ist natürlich die Sache, Baninge so oder so One-Hit auf die Linge, wenn die treffen. Weil keiner der beiden hat das Carapace-Upgrade mit am Start, und das ist eben Melee-Attacks. Bei den Baninge laufe ich mal voraus, um die Situation abzuschätzen. Aber ja, kriegt zumindest den Creep-Tumor hier. Und der Hit war schon mal ziemlich ordentlich für Sunima. Nächster Baninge ist da noch unterwegs, will da an die gegnerischen Banes ran. Die Queens defenden vorne. Aber wir haben Leertag durch. Spire ist nicht in Sicht bisher. Für ein Ecstasy. Doch, da kommt der Spire. Aber braucht natürlich Zeit, bis er draußen ist. Mutas wären ziemlich gut gegen Linge. Aber ja, es dauert lange, bis die da sind. Wenn das Natsunima eben komplett die Map Control hat schon. Ja, er hat tatsächlich momentan nicht das bessere Mining. Aktuell sogar das schlechtere. Paar Worker weniger bei Drone hoch. Und da kommt ein Roachhorn mit dazu. Wir sehen jetzt hier, die dritte Basis wird nach und nach gefüllt und der Spire ist zur Hälfte fertig. Da kommen ein paar Banning und Dinge angelaufen. Da gibt es Fights. Der Banning trifft auch ganz ordentlich und die Banninge hier laufen einfach weiter. Und oh, das ist auch ein schöner Hit. Also die Banes hier bisher von den Ecstasy machen einen guten Job. Supply-technisch ist es ziemlich ausgeglichen. Aber wir haben eben gleich einen Spire mit am Start und das könnte wehtun. Es sind noch ein paar Overlords auf der Map und es waren gerade noch ein paar weitere Overlords, glaube ich, versehentlich rausgeschickt. Das war einfach ein Link-Rally-Point zu einem gewissen Punkt. Weil die Overlords, kein Speed-Upgrade, die werden keinen Spaß haben, wenn Mutalisken da sind. Davon werden gleich 8 oder 9 Stück auftauchen. Kommt davon, dass das Plus 1 noch mitgezogen wird von der Ecstasy. Okay, da kommt sogar das Plus 1 Liar Carapace tatsächlich. Und 4 Mutalisken erstmal im Bau. Fehlen die Larven, glaube ich, ein bisschen dafür, oder? Ne, Larven geht eigentlich auch. Supply fehlt gerade. Overlord wird aber gleich fertig. Und hier sind Linge unterwegs. Baninge sind noch nicht ganz fertig. Somit die Linge können jetzt mal reinrennen. Oh, da sind aber nochmal 2 Banes. Oh, die Banes. Fast die Connection hier geschafft. Stattdessen hier nochmal der Block mit der Queen. Hälfte der Linge ist bereits weg. Und das sollte hier in Ecstasy defenden können. Denn Mutas sind jetzt eh draußen. Da wird nochmal ein bisschen mit den Baningen explodiert. Aber das auf jeden Fall hält. Mehr Mutas im Bau. Und Sunima muss mehr ins Borghall investieren. Sind auch schon einige da. 4 Stück, 5. wird gebaut. Ne, 4 weitere werden gebaut. 5, 6. Okay, das ist sehr viel Spore-Kohle, was da gebaut wird.
Mutter ist nämlich direkt auf Kurs zum Gegner, aber in der Mitte nimmt sie jetzt doch erstmal die Overlord mit. Und davon sind noch einige auf der Map, also da musst du nicht mehr Angst haben, dass er richtig übel supply-blockt wird. Mutter-Count aktuell bei 9 Stück. Und ja, die Spore-Caller einfach so zahlreich. Gut, die Linge ist hier nochmal drin und die interessieren sich überhaupt nicht für die Spore-Caller. Da gehen nochmal ein paar Drones drauf, oder? Nicht wirklich, 2 Drones. Insgesamt ist er gestorben. Und wir sehen hier eben noch weiter, die Mutas ballern auf Overlords. Linge rennen währenddessen rein. Also dadurch, dass so viele Spore-Caller gebaut wird, ist die Anti-Ground-Defense gerade nicht so gut hier. Weißt du nicht, man dachte, jeder hat 10 Worker. Und die Spore-Caller werden jetzt auch von den Dingen abgenackt. Wir sind die Mutas weiter auf der Jagd nach Overlords hier, Stück für Stück. Und killen da wirklich viele. Das tut natürlich richtig weh in der Sunnima-Economy generell. Man sieht, die Linge rennen immer noch durch die Gegend, killen da Sachen. Aber hier ist eine Queen, hier ist ein Spore-Caller, also die Mutas müssen hier dann doch ein bisschen aufpassen. Wollen aber jetzt das Bane-Nest haben. Aber da stoppt schon mal ein Muta weg. Aber es waren 5 weitere gebaut. Die Linge werden das nochmal über die dritte Basis fast komplett geklärt. Ein paar Reinforcements räumen jetzt den Rest weg, aber es sind 14 Drones dabei gestorben. Und damit keine sonderlich schöne Ausgangslage für Sunnima nach dem... Ja, konnte jetzt durch die Mutas und die Linge. Die Mutas können hier nicht wirklich engagen an der dritten. Durch die 3 Spore-Caller, die am Start sind, können ein bisschen das Reinforcement abfangen. Die eigenen Linge aber schaffen es erstmal nicht. Die Mutas haben jetzt Flyer-Carabaser und die Drones. Ah, die Drones leider auch rüber gerallied. Die Mutas hätten sich noch Möglichkeit, da ein paar Overlords rauszunehmen. Aktuell rennen einfach die Linge weiter. Also, Nexus, macht einfach Nonstop-Druck. Und erst so, nehmen wir mal gucken, wie er das in den Griff kriegt. Denn da kommen Banes, da sind viele Linge. Aber aktuell hält es noch weiter in die dritte Basis. Für Sunnima. Trotzdem, Ecstasy lässt einfach nicht locker. Rallyt mehr Linge rein, wo die Mutas nicht ran können. Oder auch immer noch mehr Mutalisken mit dazu. Will das Bane-Nest jetzt, glaube ich, auch nochmal versuchen. Oder einfach go in die Main-Base. Und da ist eine Queen, ein bisschen out of position. Kommt, wird die gesniped. Die Mutter überlebt das auch. Wenn das nicht geht, die nächste Queen hier down. Die Linge werden abgefangen. Und ja, Ecstasy zersetzt halt den Gegner nach und nach. Mit den Mutas, mit den Dingen, das ist mega lässig. Setzt sich immer mit den Mutas quasi zwischen die Bases, wo eben das Reinforcement rankommen muss. Wenn das ein gerade versehentlicher Attack auf den eigenen Spawning Pool. Da ist eine Hydra alleine. Hydra alleine kann das nicht defenden. Es kommen weitere Hydras mit dazu. Trotzdem 34, 42 dabei gekommen. Wieder sind die Linge an der dritten. Und da sind die Hydras, ja, ohne größere Unterstützung. Die Hydras werden gefressen von den Dingen. Und Sunnima, da fällt leider das ganze Game auseinander. Und ein Ecstasy macht da das 1:0. Bisschen eigenartige Map, aber ich meine, das hat der Nexus dann stark gespielt, als der Vorteil da war. Die Mutas mit den Dingen zusammen, man hat es gesehen. Der Gegner, die Defense nicht ready hat, ist das richtig eklig. Davor war es viel Link Baning hin und her. Und ja, tatsächlich ist Sunnima von eigentlich keiner so schlechten Position. Komplett ist leider das Spiel auseinandergefallen. Somit 1:0 für Nexus. Wir gehen als nächstes in Map Nummer 2. Und wir haben hier auf Eternal Empire Sunnima mit einem frühen Pool. Ein 14. Pool wurde da gespielt. Also die Dinge sind unterwegs. Und das gegen die Hedge First von der Nexus Seed. Das könnte vielleicht ein wenig Schaden machen. Aber die Dinge müssen natürlich durch einen Overlord durch. Also gescoutet wird es auf jeden Fall. Und wir sehen, wie hoch die Erfolgschance ist. Defensive Linge werden gebaut. Bisher erst 2 Stück. Speed Upgrade kommt damit dazu. Da beginnt auch sogar ein Spike Crawler. Also Nexus Seed möchte wohl doch auf Nummer sicher gehen. Auch mehr Länge mit dazu. Die Länge hier, ja, sie brauchen natürlich. Die Frage immer noch, wie der Fight dann am Ende läuft. Zwischen den beiden Circling-Gruppen. Erstmal hier, man könnte natürlich die Larven abfangen, aus die Eier, aus denen die Länge rausspawnen. Damit kann man sich quasi einen easy Fight ermöglichen. Und ja, da geht es aber auch in den Fight momentan. Bessere Fight noch für Sunnima. Aber der Spinecrawler ist ready. Also reinrennen funktioniert er erstmal nicht. Und es ist auch kein 14-14. Das ist so die Angst, die hier nämlich Nexus sie hatte, dass sein Gegner Speed Upgrade auch direkt mitzieht. Und damit dann versucht, ihn einfach durchzurennen zu der Base, wo die Defense schlecht ist. Aber das waren einfach nur ein paar Linge im Early Game. Ansonsten gleicht sich das größtenteils hier alles wieder aus. Tatsächlich der große Nachteil, den Sunnima hier hat, ist das Speed Upgrade, das nicht vorhanden sein wird. Stattdessen geht's in einen Leertag. Und bei Nexus kommt eine Evolution Chamber mit dazu. Also es könnte wieder ein Upgrade werden. Auch hier eine Evo noch mit dran. 26, 26 Worker. Jetzt ist erstmal Vorbereitungsphase. Keiner der beiden möchte wirklich groß was anrichten mit den Einheiten, die er hat. Und wir sehen Ecstasy hier plus 1 Missile Tags. Also das ist eine Roach-Planung. Zudem eine dritte Hedge. Und auch hier das Roach worden. Also da wird zumindest eine Wall gebaut. Das könnte aber trotzdem noch ein Spire werden mit dem Timing des Leertags. Das kommt ab wann, wie jetzt eben Gas gesammelt wird. Und das sehen wir momentan. 1, 2, 3, 4. Das riecht dann doch nach einem Spire. Und der Spire kommt auch. Also, es waren Mutas auf der anderen Seite, dieses Mal.
Und das ist die dritte Basis, macht natürlich Fortschritte. Scouting-Infos sind recht limitiert. Und es ist bisher soweit ruhiges Game. Das heißt, der Spire kann da auch entspannt vorangebaut werden. Wir sind jetzt auch plus 1 Meliatex und Linkspeed, das noch mit dazu kommen. Also wirklich Link Mutas hier der Plan. Und dessen kommt hier Evolution Chamber in die Wall. Ein Spinecaller ist ja hier mit dabei. Sprich, wenn ein Sporecaller benötigt. Jetzt kommen da auch ein paar Linge für Sunima. Also möchte da eine ziemliche Welle loslegen. Mutas müssen natürlich dann auch erst noch gebaut werden. Da fehlt es ein bisschen an des Pingas. Da ist nicht so viel an Mutas gerade drin. Economy 44 zu 46. Und wir haben jetzt nochmal den Scout hier von einem Overlord rein in die Main. Sieht natürlich das Gas, sieht den fertigen Nertech, wird aber da kein Tech sehen. Der Tech hängt eben unten an der Netzschwelle rum. Die Mutas sind im Bau. Die Upgates werden gleich fertig, wenn es dann kommen Roaches für Nexus. Es sind auch schon einige Roaches draußen. Also auch Nexus hier mit einer Army unterwegs. Problem ist natürlich der direkte Nachteil von den Roaches gegen die Mutas. Aber da ist Nydos unterwegs und in Kombination mit Sporecrawlern kann das schon noch gemanagt werden. Jetzt ist erstmal der Link-Attack unterwegs. Das heißt, aktuell ist der Nydos gar nicht so zwingend erforderlich, denn Sunima wird in die Richtung von der Nexus gehen. Das heißt, man braucht die Roaches defensiv. Werden noch Linge mit dazu gebaut. Da kommt noch plus 1 Carapace und Roach Speed ist unterwegs. Der Nydos steht hinten in der Mainbase, ist aber noch nicht fertig und die ersten Mutas beginnen jetzt hier mit ihrer Party. Zudem kommt ein Spinecrawler für alle Fälle, damit die Linge hier nicht irgendwo hinrennen. Also die Linge rennen auch direkt in diese Mainbase. Wir wollen für Chaos sorgen und der Spinecrawler ist halt noch nicht ready. Das heißt, hier können es ordentlich Schmerzen geben. Ich bin lenkt mal noch den Schaden ein bisschen ab, genauso wie die Linge. Das sieht bisher nicht so schlecht aus für ein Nexus sieht tatsächlich. Sunima sieht jetzt hier den Nydos, aber Nydos lebt noch ein bisschen länger. Die Dinge knabbern sich durch die gegnerischen Dinge durch. Hier ist natürlich jetzt die Mutas unterwegs. Es fehlt an der Anti. Ja, es kommt der Nydos. Nydos Netzwerk ist am Leben geblieben. 350 Hitpoints. Ich bin mir nicht sicher, wo der Nydos kommt. Irgendwo kommt ein Nydos rum. Okay, hier hinten kommt ein Nydos rum. Das ist die dritte Basis, hat natürlich Schwierigkeiten. Es gibt einfach ein All-Out-Go von Nexus. Pusht mit allem rüber. Die dritte wird rausgenommen. Da wird jetzt auch Sporecrawler noch mitgebaut. Der Nydos bisher ja nicht wirklich unterstützen, bis er so leer. Jetzt kommt ein Hydro dann mit dazu und der Nexus hier einfach mit dem Versuch, möglichst viel Counter-Damage jetzt zu machen. Dritte des Gegners ist auch noch nicht ready. Da geht es erstmal an die Wall. Es sind einige Roaches. Die Mutas sind noch nicht wieder zu Hause. Es sind 12 Mutas auf dem Feld. Plus 1 Attack ist unterwegs. Die Roaches haben plus 1 Armor. Das heißt, die Roaches kommen mal ein bisschen tankier. Es ist also nicht so einfach für die Mutas hier zu killen. Und jetzt soll es eben an die Economy des Gegners gehen. Vielleicht kann man auch den Spire rausnehmen. Es sind überall Roaches hier. Die Queen wird da fallen. Die hat relativ viel Energie, das ist sehr schade, aber die Roaches splitten sich jetzt hier teilweise, um einfach Schaden zu machen an den Economies. 5 Drones gehen bisher down, die Mutas müssen eben gucken, dass sie das alles in den Griff kriegen, wenn das ein Versuch eben an Nexus hier überall Schaden zu machen. Die dritte wird das snipen können und hier an der Natural Sniper richtig, oh Gott, die ganzen Drones hier alle am Gas und alle laufen sie in die Roaches rein. 20 Leute bereits gestorben, der Mainbase wurde aufgeräumt, dritte Basis dafür ist down und an der Natural die letzten Roaches werden auch noch aufgeräumt werden. Trotzdem 21 tote Worker, nur noch 2 Basen gegen 2 Basen. Gerade. Sind 11 Hydras mit plus 2 Missile Attacks und ihrem Range Upgrade unterwegs. Die Mutas kriegen plus 1 und jetzt hat Sunima eben die Kontrolle zurück. Alles defended, kann jetzt wieder loslegen. Und wir sehen aber gerade hier, oh, das wurde aber glaube ich doch gesehen. Ne, Sunima achtet nicht drauf, dass hier der Nydos ist. Und da waren gerade Sporecrawler still und heimlich gebaut. Also das könnte doch noch übel werden. Die Hydras, mal sehen. Also sie sammeln sich sofort im Nydos-Netzwerk tatsächlich. Die Mutas hier jetzt natürlich mit den Dingen im Attack-Modus, wollen hier alles angreifen. Die Queens werden gejagt, dann opfert sich auch ein Mutter dafür. Der Spinecrawler wird rausgenommen. Okay, die Evolution Chamber bleibt sogar am Leben. Hydras kommen jetzt raus und jetzt geht der Fight los. Die Mutas sind aber schon im Natural, machen da sehr viel Damage. Die Mutas killen da nochmal einen Mutter. Die Hydras killen ja auch die einzelnen Dinge, aber die Mutas sind trotzdem gefährlich. 15 Leute gestorben insgesamt und die Evolution Chamber arbeitet noch. Der eine Link knabbert hier noch und jetzt ist die Frage, gibt es einfach... Ja, es gibt einfach den All-In-Go, glaube ich, wieder mal. Hydras werden eingeladen. Vielleicht werden auch Drones mit eingeladen. Die Mainbase steht momentan noch mit sehr viel Static Defense. Und ja, hier Hydras und Roaches unterwegs. Mutas sind noch nicht wieder nach Hause gekommen. Die Hydras spucken mal hier auf den Overlord. Da kommt jetzt die restliche Hydra-Masse. Und mit denen müssen die Mutas fertig. Also wir kriegen jetzt hier die Base-Race-Situation. Oh Gott, die Evolution Chamber lebt noch. Die plus 2 erforscht. Mal gucken, wie lange die noch lebt. Wenn die Mutas hier bleiben, nicht mehr allzu lange. Aktuell lebt das Ding noch und eben hier geht die Belagerung los. Es sind einige Hydras am Start. Range Upgrade ist drauf. Plus 2 dauert noch. Sporecrawler ist eben auch mit dabei, dass die Mutas können hier kaum engagen. Und damit geht auch hier der ganze Spaß da. Und die Netflix wird hier auch komplett überrannt. Das heißt, wir sind bei 23 zu 14 Workern aktuell. Aber eben die Basis kann kaum gemeint werden. Ein paar Linge rennen jetzt mit dazu. Da geht mal eine Hydra down. Aber die Mutas haben halt die riesen Probleme zu fighten. In den Sporecrawlern und den Hydras. Tatsächlich die Brütlinge helfen noch hier ein bisschen Sunima, die da aus den Gebäuden spawnen. Trotzdem, das Problem ist einfach, die Natural ist quasi verloren. Das Problem für Anexis ist, wenn er sich die Hatchery kaputt macht.
dann ja, haben auch die Spawncaller keinen Creep mehr. Das könnte auch Probleme geben. Aber Hatchery ist schon down, Thema schon erledigt. Es spawnen sehr viele Dinge gleich. Aber Mistletex 2 wird halt gleich noch ready tatsächlich. Man sieht die Evolution Champion hier. Hat noch 170 Hitpoints, aber Mistletex 2 ist jetzt drauf, dass Hydras nochmal stärker. Das sind 2-1 Hydralisken. Und ja, die Hydras räumen hier mal ordentlich durch. Während das eine dritte Basis, die lebt auch. Nidus wird nochmal eingeladen. Der soll jetzt gesniped werden von den Mutas, wenn das marschieren die Hydras auf den Highground. Am besten Fall würden sie natürlich die Spawncaller gar nicht mitnehmen. Aber die Hydras, die sind halt schon krass. Gegen 11 Mutalisken, 16 Hydras. Die Linge kommen aber mit dazu. Die Roach blocken mal schön die ganzen Linge tatsächlich. Weil die Hydras kiten nach hinten, um die Mutas rausnehmen. 7 zu 13 aktuell. Die Hydras haben die Rampe, können gegen die Linge weiterkiten, haben jetzt die Spockel nochmal mit dabei. Und es ist immer noch sehr, sehr knappe Geschichte. Supply-technisch zumindest. Spockholder werden jetzt ausgegraben. Die dritte Basis kann man natürlich angreifen. Da kann man die Spockholder eingraben. Aber jetzt sind gerade die Spockholder quasi, ja, nutzlos, wenn sie so lange wieder oben sind. Neue Nudus wird gebaut. Die Hydras fighten gegen die Mutas. Beide Seiten schmelzen nach und nach dahin. Die Mutas werden weniger. Die Hydras 7 zu 6 gerade noch. Economy technisch 23 zu 19 Worker. Aber jetzt gibt es nochmal komplettes Rampage. Die Mutas sind kaum noch vorhanden. Jetzt sind die Spawncaller wieder mit dabei. Das heißt, die Mutas werden hier Ende finden. Der Nudus-Verbindung aufgebaut. Reinforcement kann reinkommen. Und damit ist Sunima eigentlich erledigt. Anexisi hält das Ding tatsächlich. Was für ein wildes Game hier. Aber es endet mit einem 2 zu 0 für Anexisi. Verrücktes Hin und Her. Von beiden Seiten blieb nicht viel übrig. Die Natural hier, ja, sie lief am Ende wieder ein bisschen an, dass die Evolution Gym bald auch überlebt hat. Das Plus 2 hat am Ende wirklich noch einiges rausgeholt. Die Hydras haben noch so viele Shots abgesetzt mit eben einfach mehr Damage durch dieses Upgrade. War interessant zu sehen, wie die Fights gelaufen wären ohne dieses Upgrade. Und es hätte nicht viel gefehlt. Die Mutas hätten einfach nur mal kurz einen oder zwei Wallys da drauf jagen müssen. Dann hätte das, dann wäre die Evolution Chamber gefallen. Aber so, ja, gab es da keine Rettung mehr. Und damit das 2 zu 0. Das war dieser Cast. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.